Sie waren die Herzschrittmacher der industriellen Revolution. Die Lokomotiven der sächsischen Unternehmerlegende Richard Hartmann. In Chemnitz, dem deutschen Manchester und frühindustriellen Zentrum, wurden sie gebaut. Bis zu 100 Tonnen schwer und doch wieselflink zogen Hartmann-Loks den Fortschritt in den hintersten Winkel des Landes. Doch woher stammt ihr geistiger Schöpfer? Wie vollzog sich sein märchenhafter Aufstieg vom armen Wandergesellen zum ersten Großindustriellen Sachsens? Kurz, wer war der legendäre Lokomotivkönig Richard Hartmann? (1832) Seit 3 Jahren zieht der gebürtige Elsässer Richard Hartmann von West nach Ost durch die deutschen Lande. Der Sohn eines Gerbers und Schuhmachers ist auf der Walz. Beständig auf der Suche nach Lohn und Brot. Der Legende nach trägt Hartmann gerade einmal 2 Taler mit sich, als er sich Chemnitz nähert. Zeugschmied. Heute würde man sagen, Werkzeugmacher, hat der junge Mann gelernt. Und in Chemnitz, Sachsen, wird er sein Glück machen. Und da guckt man den Meistern, bei denen man arbeitet, was ab und lernt dazu. Der Hartmann war ein wissbegieriger junger Schmied und natürlich lernt man auch das Leben. Chemnitz. Das ganze Erzgebirge ist geprägt von der Textilherstellung. Und an vielleicht keinem anderen Ort weit und breit vollzieht sich der technische Fortschritt so exemplarisch. Eisen und Stahl verdrängen den Werkstoff Holz. Das Agrarland verstädtert, die Dampfmaschine ersetzt den Pferdegübel, die Maschine die Muskelkraft. Der Maschinenbau erlebt eine Blüte. Mechanische Webstühle und Spinnmaschinen produzieren massenhaft Stoffe von höchster Güte. Diese Produktivität lässt Chemnitz förmlich explodieren. Zählt das Städtchen um 1800 etwa 10.000 Einwohner, so arbeiten und leben im maschinellen Herz Sachsens um 1900, nur 100 Jahre später, 200.000 Menschen. Hartmanns Aufstieg fällt ja in die Zeit, als Chemnitz auf dem Weg zur Großstadt war. Das war ja ein Wachstum, was man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann. Heute reden wir so von schrumpfenden Städten und freuen uns, wenn in Chemnitz 500 Einwohner dazugekommen sind am Jahresende. Damals hatten wir hier in der Stadt ein Saldo von 15.000 in den besten Zeiten. Die Jahre auf der Walz sind für Richard Hartmann Jahre des Lernens. In Chemnitz baut und repariert der versierte Metallarbeiter Textilmaschinen. Raffinierte Apparaturen, die aus tausenden Teilen bestehen. Bei verschiedenen Fabrikanten, darunter dem legendären Chemnitzer Industriepionier Karl Gottlieb Haubold, mausert sich der Geselle zum Akkordmeister, also zu einem Schichtleiter oder Vorarbeiter. Er lernt zunächst erst einmal das Reparieren von diesen Werkstätten. Das heißt, er taucht dort richtig tief in den konstruktiven Aufbau von Maschinen dort ein. Ja, man kann so sagen, dass der Mann ausgesprochene Fähigkeiten hatte, die jetzt über das reine Schlossern hinausgingen. Er arbeitet hart, ist dabei regelmäßig Gast in Oppelsgarten, einem bei Handwerkern und Gesellen beliebten Lokal. Als Zugereister besitzt er kein Chemnitzer Bürgerrecht, darf also kein Gewerbe anmelden. Doch er weiß 2, 3 mögliche Teilhaber, die, wie er, ins Unternehmertum drängen. Hartmann träumt von einer Fabrik für Textilmaschinen. Noch ist es ein Traum. Na, ich glaube, er hatte schon den Riecher. Er hat ja eigentlich eine ganz klassische Karriere. Er ist Schmied, kommt aus dem Elsass, geht auf Wanderschaft und bleibt dann in Chemnitz hängen. Aber da nutzt er dann die Gelegenheiten, die sich ihm bieten. Also indem er eben anfängt, Baumwollspinnmaschinen zu reparieren und dann relativ schnell merkt, die kann ich auch selbst bauen. Ein Mann will nach oben. 1837, er ist 28 Jahre alt,
heiratet Richard Hartmann seine Frau Bertha. Sie ist die Gastwirtstochter in besagter Schankwirtschaft und seine Eintrittskarte in die bürgerlichen Kreise der Stadt. Bertha, so heißt es, soll ihren Gatten kaufmännisch an die kurze Leine genommen haben. Naja, es gibt ja die Geschichte, dass sie schon ganz früh, direkt nach der Hochzeit, verlangt hat, dass er jeden Monat 2 Gulden bei ihr abliefert. Und die hat sie in den Sparstrumpf angeblich gesteckt. Am Schluss waren 1500 übrig. Und das war das Startkapital für das eigentliche Unternehmen. Für 1000 Taler kaufte einem Tüftler, einem Horndrechsler aus dem Erzgebirge, die Pläne zu einer Baumwollspinnmaschine ab. Eine sogenannte Streichgarn-Vorspinnmaschine. Ihr Bau wird zu seinem ersten großen wirtschaftlichen Erfolg. Das war genau sowas, was halt in dem Produktionsprozess zwischen Krempeln und nachher dem Spinnen noch fehlte, nämlich das Vorgarn maschinell herzustellen, in so viel Handarbeit reinzustecken. Das hat der Markt gebraucht. Das war die Maschine, mit der er groß rauskam, also Apple I sozusagen. Und der hat da die Maschine bis ins Ausland dann schon vermarktet. Später sollten seine Maschinen Goldmedaillen auf den Weltausstellungen von London und Paris gewinnen. Doch zunächst wird der Einwanderer aus dem Elsass durch die Heirat mit Bertha ein Bürger von Chemnitz. Endlich. Richard Hartmann war ja französischer Staatsbürger und da war es klug von ihm, eine Chemnitzerin zu heiraten und dann an den richtigen Strippen zu ziehen, dass er schnell das Bürgerrecht bekam. Und dann hat er seine erste Werkstatt und Unternehmen gegründet. Hartmann kann sich eine Familie durchaus leisten. Das Klischee vom Elend des Proletariers verliert bei ihm gegen das Klischee vom Tüchtigen, der seines Glückes Schmied ist. In seinem frühen Maschinenbauunternehmen beschäftigt er 30 Arbeiter. Bertha verteilt, so wird es erzählt, unter den Angestellten Kaffee. Sie wird ihm 8 Kinder schenken, von denen 2 noch im Säuglingsalter leider sterben. Das ganze Haus, wo die Werkstatt drin ist, wo alle ökonomischen Abläufe vom Einkauf übers Essen kochen, die Bettwäsche für die Lehrlinge, die Schulbücher, der Katechismus für die Kinder, das managt alles die Ehefrau. Ja? Sie ist also im Grunde genommen der Kopf des Hauses. Den endgültigen Durchbruch und bis heute nachglühenden Ruhm bringt ihm sein Entschluss, ab 1848 Lokomotiven zu bauen. Die sächsische Regierung hat den Schritt zum Eisenbahnbau mit einem zinsfreien Kredit von etlichen 10.000 Talern unterstützt, um importunabhängig eine eigene Lokproduktion zu entwickeln. Und vor allen Dingen hat er das drauf gehabt, in Dresden sich vor die Tür zu legen, bei der Regierung, beim König, und den da 30.000 Taler rauszuklingeln. So machen das die Unternehmen ja heute auch. Staatliche Förderung, strategischer Industriezweig. Und Hartmanns Ruf als Maschinenbauer, seine eigenen beträchtlichen Investitionen, sein Wachstum haben ihm in Dresden Vertrauen verschafft. Der Kredit hilft Hartmann, Chemnitzer und Zwickauer Konkurrenz abzuhängen und mit Maffei, heute Krauss Maffei in München, oder Borsig in Berlin und vor allem mit den englischen Lokomotiven zu konkurrieren. Die Hartmannschen Loks erweisen sich als gleichwertig gegenüber den führenden englischen Dampfrössern und werden bald weltweit exportiert. Im Verkehrsmuseum Dresden steht die berühmte Muldental. Sie stammt von 1861 und ist die älteste Hartmann-Zugmaschine, die erhalten ist. Sie diente als Grubenbahn im Zwickauer Steinkohlenbergbau. Übrigens unermüdlich 91 Jahre lang. Die Muldental ist ja wirklich die älteste im Original erhaltene Dampflokomotive Deutschlands. Es gibt kein Führerhaus zum Beispiel. Und das machen sich ja wenig dann immer Gedanken darüber, was das eigentlich hieß. Aber das war ja Usus. Ja. Da hatten alle Loks hatten noch kein Führerhaus. Das ist egal, ob es geregnet, geschneit hat, die Sonne gebrannt hat, die sind da oben im Wind gestanden. Das war sowas wie Astronaut heute oder Pilot heute. War auch gut bezahlt, aber andererseits sind die auch nie sehr alt geworden.
Hartmann ist ein Kind seiner Zeit. Er profitiert vom sich entwickelnden Eisenbahnwesen. Nach dem Start der Leipzig-Dresdner Eisenbahn 1839, der ersten Ferneisenbahn Deutschlands, beginnen sich insbesondere die drei Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz in alle Himmelsrichtungen zu vernetzen. Nun geht es Schlag auf Schlag, Schwelle für Schwelle, Bahnstation auf Bahnstation, Brücke für Brücke. Die Gleise erreichen über Hof und Nürnberg München, wachsen gen Böhmen und Schlesien. Die Verbindung Riesa-Chemnitz bringt die Anbindung an die Elbschifffahrt. Im sich industrialisierenden Erzgebirge verdichtet sich das engmaschigste Schmalspurbahnnetz seiner Zeit als Transportband in Täler wie Kammlagen. Das verändert einfach das Leben der Menschen radikal, diese Eisenbahn. Und wir haben 1835 die erste Eisenbahnfahrt und haben schon wenige Jahrzehnte später 30.000 Kilometer Eisenbahnschienen in Deutschland liegen. Das heißt, ich komme von überall nach überall hin, sehr günstig, sehr schnell, sehr sicher. Eine Ahnung von diesen glorreichen Zeiten vermitteln die Traditionsbahnen im Erzgebirge. Diese Lokomotive aus dem Hause Hartmann, eine sogenannte 4K, dampft auf den 8 Schmalspurkilometern der Preßnitztalbahn. Die Kleinbahn verkehrt zwischen Steinbach und Jöhstadt im westlichen Erzgebirge. Ihre Zugmaschine besticht durch 4 angetriebene Achsen. Das ist eine Besonderheit, quasi eine Allradlokomotive für den Gebirgseinsatz. Und besonders kurvenstabil. Wenn ich enge Kurven fahre, habe ich mit Lokomotiven, vor allem wenn sie länger werden, immer das Problem, dass ich da so ohne weiteres gar nicht um die Kurven komme. Also brauche ich bewegliche Achsen. Und bei dieser 4K beispielsweise, das war auch das Besondere, waren das 2 Drehgestelle, die auch noch angetrieben wurden. Also diese Gestelle drehen sich unter der Lok. Das ist eine relativ komplizierte Materie, weil ich gleichzeitig da jetzt auch bewegliche Dampfzuleitung habe. Naja, es ist Technik, die begeistert. Es ist einfach sehr erlebbar. Also wenn ich hier jetzt auf so einer Lok stehe, es gibt viele, die reden mit ihrer Lok wirklich und sagen dann, ey, mach hier nicht so eine Zicke, sondern benimm dich. Und also da steckt irgendwie eine sehr enge Bindung zwischen Mensch und Maschine zusammen. Schon ist die Maschinenfabrik Richard Hartmann Hauptlieferant der königlich sächsischen Staatseisenbahnen. 1857 zählt er 1500 Mitarbeiter. 1870 sind es bereits 2700 Angestellte. Die Firma wird zur sächsischen Maschinenfabrik, vormals Richard Hartmann AG, zur Aktiengesellschaft. Sein Unternehmen gilt als Stadt vor der Stadt. Wer einmal um das gesamte Areal laufen will, muss 2 Stunden Fußmarsch einplanen. Genauso lange dauert es, will man die Chemnitzer Stadtmauer umlaufen. Wie schnell das damals alles ging. Also der lässt sich irgendwie Mitte der 30er Jahre nieder in Chemnitz und 10 Jahre später ist er schon ein Riesenunternehmer. Und nochmal 10 Jahre später leitet er eines der größten Unternehmen deutschlandweit. Also das sind Karrieren, die sind heute fast nicht mehr nachvollziehbar. Das ist so wie die Garagengründung von Apple im 20. Jahrhundert. Da war der Hartmann so ein Firmengründer, der praktisch mit nichts anfängt als 2 Talern in der Tasche. Der hatte das dann drauf, aus sich eine Ausnahmepersönlichkeit zu machen. Ein Macher. Selbst als es zu einem zerstörerischen Brand im Werk kommt, setzt Richard Hartmann keinen seiner Maschinenbauer vor die Tür, sondern er schult sie um, zu Maurern. Eine Win-Win-Situation für Chef und Belegschaft. Das Werk ersteht größer denn je. Weihnachten verteilt er Geschenke an die Witwen von Werksarbeitern. Ab den 1860er Jahren initiiert er eine Kranken- und eine Pensionskasse für seine Arbeiter.
Das ist so, dass er als Aufsteiger, derselbe Handwerker und so kann man dann auch sagen Arbeiter gewesen ist, natürlich wusste, was man braucht, um als Arbeiter an einen Betrieb gebunden zu werden. Er soll sich sehr um seine Leute gekümmert haben, was auch Krankenkassen etc. anging. Er soll noch bis in die 60er Jahre immer am Werktor gestanden haben und seine Leute verabschiedet haben abends. So war wohl so. Allerdings steht im krassen Widerspruch zum Bild des sozialen Patriarchen Hartmanns Allergie gegen Streiks und sich formierende Arbeiterverbände. Die lehnt er ab. Ja, er bekämpft sie, manipuliert sie mit allen Mitteln, versichert sich mit Bittgängen beim Chemnitzer Bürgermeister der Unterstützung von Polizei und Justiz. Hartmann denunziert seine Arbeiter dann auch. Ja, und da wird eben auch hammerhart mit Namen und Adresse gearbeitet. Und die Aufrührer, die Umstürzler und so, die werden dann also schön beim Polizeipräsidenten dann entsprechend angezinkt. Und wer halt wirklich als Redelsführer in Erscheinung trat, den hat er dann auch vom Hof gejagt. Natürlich hat er da auch mit der Obrigkeit zusammengearbeitet. Also er war in der Beziehung der klassische harte Hund. Trotz Dampfmaschinen und Treibriemen wird noch viel mit Muskelkraft bewegt. Amboße dröhnen. Chemnitzer Gazetten beklagen den ständigen Lärm. Bei Richard Hartmann zu arbeiten bedeutet einen 13-Stunden-Arbeitstag. Zur einstündigen Mittagspause gilt eine Werkspfeife. Man hat in der Regel 12 Stunden gearbeitet oder eventuell sogar noch länger. Und natürlich auch am Samstag, da war nur der Sonntag frei. Hartmann holt Arbeiter aus dem Elsass. Dennoch gibt es Fachkräftemangel und Fluktuation unter der Belegschaft. Da spendiert er schon mal, aber nur ihm ergebenen Leuten, einen Betriebsausflug nach Leipzig und lässt Freibier ausschenken. Teile und herrsche. Er ist der klassische Patriarch, also da kann, wie er im Buch steht. Patriarch ist ja immer eine zwiespältige Figur, also der kümmert sich um seine Leute, aber die müssen natürlich machen, was er will und auch zu den Bedingungen, die er will. Im Chemnitzer Schlossbergmuseum, dem Museum für die Geschichte der Stadt, haben diese Konturbücher Hartmanns überdauert, die seine Einnahmen und Ausgaben dokumentieren. Die Konturbücher überführen ihn als fleißigen Theatergänger und Weinliebhaber. Und er ordert große Posten an Zigarren. Wein und edlen Tabak verschenkt er auch. Als Netzwerker ist Hartmann rege im Chemnitzer Vereinsleben und in der Freimaurerloge unterwegs. Ein gestandener Geschäfts- und Lebemann. Man darf sich natürlich auch nicht vorstellen, dass bei Hartmanns also sich dort immer kräftig die Kante gegeben wurde, sondern Wein ist natürlich eben auch als Anbahnungsgeschenk also eine ganz fantastische Sache dort gewesen. 1869 bezieht er mit seiner Familie diese standesgemäße Villa in unmittelbarer Nähe zum Werk. Doch noch im selben Jahr stirbt Hartmanns Ehefrau Bertha und Mutter seiner Kinder. Bertha Hartmann sollte nur 56 Jahre alt werden. Ein Schicksalsschlag für den Tatmenschen Hartmann. Richard Hartmann steht wie wohl kein zweiter Unternehmer für die Blüte von Chemnitz, für den Mythos vom sächsischen Manchester, für das Werden des Fleckens zur ersten Industriestadt und nach Leipzig zum zweiten Handelsplatz in Sachsen. Der einstige Handwerksgeselle und Lohnarbeiter ist zu einem Träger der industriellen Revolution aufgestiegen. Er lässt Walzen und Webstühle produzieren, Bergbaumaschinen, Dampfhämmer und Dampfpumpen, auch Pressen und sogar Gewehre und Turbinen. Der macht alles. Das war auch so ein Spruch, Hartmann macht alles. Da kannst du dich natürlich auch überdehnen und dran kaputt gehen, wenn du in deinem Sortiment da über 100 Maschinen hast. Aber bei ihm hat es funktioniert. Diese Hartmann-Dampfmaschine steht in Burkhardsdorf bei Chemnitz.
Sie wird von einem rührigen Verein gehütet wie ein Schatz und läuft wie geschmiert. Die Zuneigung der Männer zu ihrem schwarzen Koloss erzählt viel von der kultischen Verehrung, die der Name Hartmann gerade im Erzgebirge genießt. Die Dampfmaschine haben sie von Hammer unter Wiesenthal aus einer Werksruine geborgen und zu sich ins Dorf geholt. Ein Kraftakt. Die ganzen Ventile, die haben wir alle zerlegt und wieder gängig gemacht. Das war alles rammelfest, der Zylinder war fest. Alles wieder gängig gemacht und zusammengebaut hier. Der eine sagt, das ist ein Haufen Schrott, schafft es fort. Und der andere sagt, ja, für mich ist es was, das ist die einzigste lauffähige Dampfmaschine von Hartmann. Und es gibt nur noch 3 Dampfmaschinen in dieser Bauweise. Und jede ist anders, also jede ist ein Unikat. Fetisch Dampfmaschine. Über solch ein imposantes Kulturgut geht wenig. Ähnlich faszinieren die Menschen wohl nur die mit Dampf betriebenen Lokomotiven. Wenn man so will, die fahrenden Dampfmaschinen. Der Dampfmaschinenbau entsteht ja, weil er Dampfmaschinen zum Antrieb seiner Werkzeugmaschinen braucht. Und so eine Dampflok ist ja eigentlich ein Konglomerat von ganz vielen Maschinen. Also da sind Pumpen drin, das ist eine Dampfmaschine drin, das ganze Laufwerk etc. Und auch da sieht man wieder, er hat das wirklich alles konsequent genutzt. 3 von jenen Dampflokomotiven auf dem Heizhausfest von Chemnitz-Hilbersdorf sind bei Hartmann gebaut. Allerdings schon unter der Werksleitung seines Sohnes Gustav. Und unter weiteren Nachfolgern im Vorstand. Die schwarz-roten Schönheiten können 120 km/h Spitzengeschwindigkeit erreichen. Die 100-Tonnen-Giganten manifestieren bis heute den Mythos Hartmanns als Lokomotivkönig. Das Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf war früher einmal der größte Güterrangierbahnhof der Welt. Neben imposanten Drehkreuzen und einer Stellwerksbrücke unterhält es einige Kilometer Schiene. So können die Stahlrösser beim alljährlichen Sommerfest ausfahren. Ein Spektakel aus Kohlenruß und öltriefendem Eisen. Hartmann muss glänzen. Es kontrollieren, ob diese Sicherungseinrichtungen, sprich Splint, alle vorhanden sind. Denn das sind ja alles bewegte Teile. Auch bei einer schnellen Fahrt haben die eine Geschwindigkeit hin und her, dass sich da nichts lockert. Man braucht also bei der Dampflokomotive von damals keinen Laptop zum Fehler auslesen. Man konnte alles mit Hammer und Meißel und Mutterschlüssel selbst reparieren. Das Erbe des Lokomotivkönigs soll eigentlich sein erstgeborener Sohn Richard Hartmann Junior antreten. Doch Richard Junior ertaubt im Erwachsenenalter und scheidet für die Nachfolge aus. Stattdessen übernimmt Gustav Hartmann, der Zweitgeborene, später verheiratet mit einer Krupp, die Geschäfte. Gustav zementiert den Mythos Hartmann. Nicht zuletzt die Lebensleistung des Sohnes macht den Namen des Vaters so groß. Gustav Hartmann, rechts, führt das Unternehmen weiter und mischt deutschlandweit ganz oben mit. Da ist der Gustav einfach der Durchstarter. Stichworte sind die Dresdner Bank, da ist er Direktor, Aufsichtsrat, Sanierer der Lauchhammer AG. Die Krupp AG hat er dann mitgegründet, da die Fäden gezogen, die Leute gekannt. Und in Lugansk dann so nebenbei, in Anführungsstrichen, noch eine Lokomotivenfabrik mitbegründet, die im Übrigen heute noch besteht. Für die wirtschaftliche Blüte unter Gustav Hartmann ist die Chemnitzer Polizeidirektion ein gutes Beispiel. Denn ehemals war das imposante Gebäude die Konzernzentrale der Hartmann AG. Erst seit 1931 dient es der Chemnitzer Polizei als Hauptsitz. Das war ein Jahr nach dem Konkurs der Aktiengesellschaft infolge der Weltwirtschaftskrise. Freilich war da Gustav Hartmann bereits 20 Jahre tot. Just auf dieser Straße, sie heißt heute Richard-Hartmann-Straße, wird in der Hochzeit des Lokbaus kurios ausgeliefert. Ein Prozedere, das 2009 zum 200. Geburtstag von Richard Hartmann
aufwendig nachgestellt worden ist. Die Lokomotiven fahren bis 1908 nicht aus eigener Kraft vom Hof, sondern werden von Kaltblütern gezogen. Warum? Weil sich ein Nachbar, der Hartmann-Konkurrent Schönherr, weigert, für einen Schienenanschluss Wegerecht einzuräumen. Damit fehlen dem Hartmann-Werk schlicht die Gleise. Er hat das ganz pragmatisch, also so wie es scheint auch vom Naturell her gewesen ist, gelöst, indem er dann also auf dem Tieflader dann die Lokomotive draufgesetzt hat und dann mit entsprechendem Vorspann also durch die Stadt dort gekarrt hat. Und das muss also auch ein Riesenspektakel gewesen sein. 2009 strömen 45.000 Schaulustige ins Zentrum von Chemnitz. Das Industrieimperium, das Richard Hartmann begründet, durchläuft zwei Weltkriege. Dazwischen die Weltwirtschaftskrise, Fusionen und Pleiten. Die sich wandelnden Verhältnisse von Kaiserreich über Weimarer Republik und Nazizeit bis hin zur DDR reiben es in der Zeit vollständig auf. Der Lokomotivbau wird ja schon 1929 eingestellt. Das hat vermutlich auch was mit der Weltwirtschaftskrise zu tun. Da gehen ja viele Unternehmen pleite in dieser Zeit. Und offensichtlich war es nicht so wirklich mehr gewinnträchtig. Richard Hartmann stirbt am 16. Dezember 1878 an einem Gehirnschlag. Er war 5 Wochen zuvor 69 Jahre alt geworden. Sein Sohn Gustav beauftragt Johannes Schilling, Bildhauer von Weltrang, mit dem Grabmal, das eigentlich ein Denkmal ist. Also einer muss der Star sein. Und für viele Stars ist dann die Bühne zu eng. Und ich denke mir, dass in der Zeit für Richard Hartmann hier die Bühne bereitet war. Also der konnte sich hier regelrecht austoben. Er ist nun mal einer der größten Lokomotivhersteller gewesen, mit über 4000 Lokomotiven, die hergestellt wurden. Da spielt sicherlich ein sächsischer Regionalstolz auch eine große Rolle. Ein Gründervater, der ganz maßgeblichen Anteil eben an dieser wirtschaftlichen Profilierung der Stadt Chemnitz in den drei Bereichen, also Textilindustrie, im Textilmaschinen-, Werkzeugmaschinenbau und in der Fahrzeugindustrie gelegt hat in seiner Zeit. Zeitgenossen schildern ihn als Selfmade Man. Sein Name steht für die Industrialisierung, für deutsche Wertarbeit und langlebige Lokomotiven und Maschinen. Richard Hartmanns Großbetrieb gilt zeitweilig als der mächtigste Industriekomplex in Sachsen. Für die Nachwelt spielt, glaube ich, eine große Rolle, dass er eben Lokomotivenkönig war. Weil wer weiß schon, was ein Flurteiler ist oder schon eine Drehbank, ist für viele dann auch nicht so ganz klar, ist nicht so sexy wie eine Lokomotive. Hartmann hat ja auch weltweit exportiert. Es war damals schon eine globalisierte Welt, wie man sich das vielleicht heute gar nicht so vorstellt. Hartmann-Lokomotiven verließen das Chemnitzer Werk in Exportländer wie Italien, Spanien, Portugal, die Schweiz, Norwegen, Argentinien, Indonesien oder Russland. Diese Lok dampft vielleicht noch heute unverwüstlich durch den Orient und nährt so die Legende von Richard Hartmann, dem Lokomotivkönig von Chemnitz.